Fünfte und diese Hoffnung.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, dass ich Sie begrüßen kann, etwas zur Ruhe zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Halloween. Und wenn das denn das passende Bild ist, ein Albtraum, aber nicht diese Veranstaltung, sondern das, was eigentlich heute Abend besprochen wird, nämlich die Frage der Zukunft unserer Loreley-Kliniken. Meine Damen und Herren, zuerst ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich hätte es für unvorstellbar gehalten, dass so viele Leute heute Abend hier sind. Und es wird ein ganz starkes Signal sein, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen heute Abend, ob nach Berlin, ob nach Mainz, hauptsächlich nach Waldbreitbach, ist der Region und mir und Ihnen und uns egal. Lösungen zählen, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir stehen kommunalpolitisch in einer Linie. Deshalb darf ich Sie natürlich auch im Namen der beiden Stadtbürgermeister Marius Stiel für Oberwesel und Volker Hönig für die Stadt St. Goar begrüßen. Da gibt es keine Parteistreitereien, meine Damen und Herren. Wir stehen gemeinsam für dieses Haus. Sache. Bundestagsabgeordnete, der Landrat ist da, der zukünftige Bürgermeister dieser Verbandsgemeinde, der Peter Unkel, herzlich willkommen. Aber ich mache es ganz pauschal. Ihnen allen herzlich willkommen und schon vielen Dank für die Unterstützung, die wir in den nächsten Tagen bitter notwendig brauchen werden. Weil wir am Montag im Kreistag, und das sage ich mit ein Stück Stolz, mit den Fraktionen der SPD und der CDU eine gemeinsame Resolution erarbeitet haben, die einstimmig von allen Parteien im Kreistag getragen wurde. Ich werde sie Ihnen später noch vorlegen und vorlesen, und ich hoffe, dass wir auch heute Abend ein einstimmiges Votum aller drei Stadträte und des Verbandsgemeinderates kriegen, mit dieser Resolution an alle Beteiligten diese Entscheidung zu überdenken und entsprechend zu korrigieren. Meine Damen und Herren, Sie sind sehr viele heute Abend. Sie sehen einen etwas ratlosen Bürgermeister der Verbandsgemeinde vor sich. Ich soll es eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich gehe offensiv mit um. Danke dem Kreis für die Bereitstellung der Halle. Aber es gibt gewisse Brandschutzauflagen. Und die wären eigentlich bei dieser Größenordnung heute Abend überschritten. Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben, die Halle heute Abend hierher zu richten, an die Organisatoren, an alle, die angegriffen haben. Sie wissen, wir wollten erstens die Kleinsporthalle, aber da wäre es ja noch kuscheliger gewesen. Und in der Großsporthalle haben wir aber auch Begrenzungen. Aber ich wollte heute Abend auch niemand verwehren, dass er an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Deshalb die Bitte, sich diszipliniert zu verhalten. Und die Feuerwehrkameraden stehen überall an den Notausgängen. Und wenn irgendwas passieren sollte, dann hören Sie auch das Kommando, Sie werden Sie dann entsprechend leiden, wovon ich aber nicht ausgehe. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine Information, bevor die eigentliche Informationsveranstaltung beginnt. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich denke, es könnte für die Diskussion und für Ihre Redebeiträge auch wichtig sein. Wir haben übergreifend mit allen drei Kollegen einen Beschlussvorschlag erarbeitet, der heute Abend im Anschluss an der gemeinsamen Ratssitzung dann entsprechend gefasst werden soll. Und damit Sie wissen, was wir zumindest zur Disposition stellen, werde ich Ihnen diesen Beschlussvorschlag jetzt vorlesen, damit Sie Ihre Diskussionsbeiträge vielleicht danach auch ausrichten können. Der lautet wie folgt. Souverän ist natürlich der jeweilige Rat. Das wird unser Vorschlag sein.
Der Verbandsgemeinderat St. Croix Oberwiesen sowie die Stadträte Oberwiesen und St. Croix beauftragen die kommunalen Vertreter der Gesellschafterversammlung der Krankenhaus-GmbH St. Croix Oberwiesen, den Bürgermeister Thomas Kuhner, den Bürgermeister Marius Stiel und Frank Berühl, in der Gesellschafterversammlung gegen Verhältnis des Wir sind live. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Wir müssen kurz zum Auto und was nach Mainz schauen. Wir sind um halb acht live aus der Halle. Gegebenenfalls soll eine Folgenutzung der Klinikstandorte geprüft werden, insbesondere das Angebot einer Betriebsübernahme durch andere Krankenhausträger. Ich filme ja auch, sag ich mal, mit einer HD-Kamera. Danke. Auch so ein Bereich, dass ich das aufnehme. Es gibt, aber wir haben genügend Material jetzt gedreht. Wir haben schon über anderthalb Stunden jetzt gedreht. Und war das schon ein Wagen? Ja, eine Demo vorher. Ach, eine Demo, ja, aber ja, alles klar. Von Ihnen aber bitte. Darüber hinausgehend darf ich Sie ganz kurz informieren. Es ist top aktuell, es hat heute Mittag hat der Gesundheitsausschuss des Landtages getagt und das Thema wurde auch dort entsprechend thematisiert. Es gibt zwar keinerlei konkrete Zusagen, aber wir haben verabredet, dass sich die Ministerin Frau Betzing-Lichtentäler gemeinsam mit Vertretern der Mitarbeitervertretung der Kliniken, und meine Damen und Herren, da will ich noch mal kurz innehalten, ein besonderes Wort sagen, weil ich glaube, für viele von Ihnen ist die medizinische Versorgung vor Ort. Aber für viele ist es eine existenzielle Frage der Familien, der Arbeitsstelle und alles, was damit zusammenhängt. Und deshalb mein besonderes Augenmerk auf die Fragestellung, dass auch die Mitarbeitervertretung entsprechend eingebunden wird bei einem runden Tisch mit allen Verantwortlichen und insbesondere natürlich mit der Ministerin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Sie wissen, dass wir nicht nur fordern. Die Kommunalen haben sich entsprechend geäußert, was die Frage der Investitionskosten der Umbautätigkeiten angeht. Gemeinsam mit dem Land gegebenenfalls eine 100% Investitionsförderung sicherzustellen. Damit Sie wissen, dass wir nicht nur hier pfeifen und fordern, sondern auch bereit sind, mit allem, was wir finanziell verantworten können, in den Erhalt dieses Klinikstandortes zu gehen. Ich glaube, das sollte man der Wahrheit halber dann auch heute Abend entsprechend zur Disposition stellen. Meine Damen und Herren, ich begrüße natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Marienhaus und der Krankenhaus GmbH. Sie werden sich gleich sicher zur Informationsveranstaltung auch vorstellen. Ich bedauere aber ausdrücklich, dass unserem Wunsch nicht entsprochen wurde, dass der Generalbevollmächtigte und Generalsanierer der Krankenhaus GmbH jetzt den parteiübergreifenden, härtesten, erbitterten Widerstand der Städte, der Verbandsgemeinde, des Kreises, der gesamten Regionen und wie ich auch erhoffe und weiß, aller Fraktionen im Landtag und des Ministeriums an, mit dem Ziel, die Versorgung im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihre teilweise existenziellen Sorgen zu nehmen. Ich appelliere an die Verantwortlichen, diese Entscheidung heute und hier zu überdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, wird in dieser Verbandsgemeinde am Mittelwald immer sachlich orientiert an Lösungen, vielleicht natürlich heute Abend auch ein Stück emotional diskutiert,
Aber ich bitte Sie um fachliche Redebeiträge. Lassen Sie uns den Austausch durchführen. Lassen Sie uns gegenseitig nachdenklich machen. Vielleicht führt es ja heute Abend zum Stück Umdenken und zum Stück Erfolg. Damit das alles ordentlich funktioniert, haben wir uns überlegt, wer könnte diese Veranstaltung heute Abend moderieren. Eingefallen ist uns derjenige, der mit kirchlichem Segen Sie heute Abend durch die Moderation führen wird, nämlich der Pastor und mein Freund Wolfgang Kammes. Mitarbeiter werden rundgehen, wenn sie sich melden mit dem Mikrofon, weil ich glaube, sonst wird es nicht möglich sein bei der Größe der Veranstaltung. Und wir nehmen uns alle Zeit der Welt heute Abend, um die Probleme zu diskutieren. Und im Anschluss werden die Räte dann, ich habe es mit den Kollegen extra so abgesprochen, transparent in öffentlicher Sitzung zu diesem einen Tagesordnungspunkt entsprechend tagen und wie ich hoffe, auch meinen Beschlussvorschlägen oder unseren Beschlussvorschlägen entsprechend zu folgen. Ich wünsche Ihnen eine klasse Diskussion und ich wünsche uns allen, dass es Früchte trägt. Vielen Dank. Liebe Freunde, ich möchte mich bei allen bedanken, die heute Abend gekommen sind, um miteinander hier zu stehen und für etwas einzustehen und zu kämpfen, was für uns in der Region sehr, sehr wichtig ist. Das ist das eine. Ich möchte allen danken, die hier sind, aber auch um vielleicht das eine oder andere zu lernen, besser zu verstehen. Ich verstehe so manches noch nicht, vielleicht werde ich es auch nie verstehen. Was ich aber verstehe, ist dies, dass wir jetzt einen Weg vor uns haben, von dem ich hoffe, dass es ein guter Weg sein wird für uns alle hier in unserer Region, in unseren Städten. Ein guter Weg für jeden Einzelnen persönlich, der sich in unserer Gesellschaft und auch im Klinikum einbringt. Das wäre mein Wunsch, das wäre meine Hoffnung. Und Thomas, du hast es angesprochen, dass man vielleicht auch andere Wege gehen kann und lernen kann. Aber bis man diese erkennt, ist es wichtig, ein Stück weit zu verstehen und auch ins Gespräch zu kommen. Und deswegen danke ich auch Ihnen, dass Sie heute da sind, um uns in Ihre Überlegungen ein Stück weit einzuführen. Ich kann aber prophezeien, dass wir versuchen, es zu verstehen. Ob wir es akzeptieren können, das ist eine andere Frage. Um verstehen zu können, möchte ich Sie nun bitten, uns in die Thematik einzuführen.